Jesus sagt, wer wird hochgehoben? Versöhnung mit Gott ist der Schlüssel. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 13. Juni 2005 von unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus, Yahushua HaMashiach. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Timothy, schreibe, während ich heute zu dir spreche, damit die Völkerscharen hören und verstehen können, sagt der Herr. Schaut, der Mann, der sich fürchtet, ist nicht wichtig. Er wurde erhöht für die Absicht des Herrn. Und entsprechend meiner Absicht werden viele wunderbare Dinge getan werden, vor den Augen und in Hörweite der Menschen. Er ist nicht allein, sondern Teil einer Schar, die gerufen sind und mit ihm stehen werden. Denn zusammen stehen sie vor dem Herrn des Universums und sie werden ihm folgen, wo auch immer er sie hinführt. Alle gemeinsam handelnd in Übereinstimmung mit dem Wort des Herrn, das ihnen gegeben wurde. Deshalb sagt der Herr, durch seinen Propheten. Kommt, meine Leute, aus jedem Land, jedem Stamm und jeder Nation. Kommt heraus und trefft euren Gott. Kommt hervor, meine Leute, und versammelt euch aus allen vier Winkeln der Erde. Euer Herr und Erlöser ruft euch. Lasst euch nach Hause ziehen. Kehrt zurück zu mir. Wer wird mit dem Vater versöhnt werden? Wer wird hochgehoben werden? Denn ich komme rasch, um all jene wegzustehlen, die zu mir gehören. Schaut, in ein paar wenigen Jahren werde ich zurückkommen für meine Auserwählten. Und obwohl noch viele im Haus des starken Mannes verweilen, bin ich der Dieb, der an einem unbekannten Tag und zu einer unbekannten Stunde kommt und das Haus plündert. Und ich werde meine Auserwählten wegstehlen. Schaut, ich bin auch er, der kommt, um den starken Mann für 1000 Jahre zu binden. Dann werden all meine Geliebten in meine Ruhe eintreten. Denn ich habe einen Ort des Friedens vorbereitet für meine Leute. Eine Belohnung für all jene, die sich bemüht haben, den starken Mann zu überwinden, der sie getäuscht hat, für all jene, die versucht haben, sich von ihm zu befreien, der sie ohne Unterbruch versucht und Tag und Nacht angeklagt hat. Denn all diese Dinge waren von Anfang an beabsichtigt und Böses wurde zugelassen von dem Vater für eine kurze Zeit, damit seine Erschaffenen beides kennen würden, das Gute und das Böse. Und dann wählen können, damit seine Geliebten Rechtschaffenheit wählen und die Liebe und Barmherzigkeit des Vaters umarmen, die ich bin. Und jetzt ist der Abschluss aller Dinge hier. Das Ende dieses Zeitabschnittes ist sehr nahe, denn ich bin gekommen. Schaut, die Tür ist offen und meine Geliebten haben mich hereingebeten. Ich warte nicht mehr länger draußen, klopfend, denn der Vater hat mich gesandt, um alle Dinge zu erfüllen und in das Haus einzutreten und meine Auserwählten mit meinem Geist anzufüllen. Deshalb hört ihnen zu, denn ich bin es, der spricht. Bald muss ich meinen Weizen in meine Scheune bringen und trennen und das Unkraut zusammenbinden, um es zu verbrennen. Doch nicht alle werden verloren sein, denn es gibt eine andere Ernte, eine wilde Ernte. Viele Bündel des wilden Weizens sind verloren und überall in der Wildnis verstreut, und diese muss sich auch einsammeln. Denn ich werde den Wald umhauen
und all diesen harten und rissigen Boden umgraben und neue Samen auf dieses Feld säen, die akzeptiert werden. Dies ist die zweite Ernte. Gesegnet sind jene, die an der ersten teilhaben, denn sie werden die ersten Teilhaber der Herrlichkeit sein. Der Schlüssel ist die Versöhnung mit Gott.